Also Partnerin, der letzte Schritt zur Sicherung der Abwehr von Astera ist die Ausschaltung des Störerfrieds an Jannat. Wir packen das! Er ist zwar ein furchtbares Monster, aber du schaffst das. Ich meine, er sieht wie ein großer Bausch Zuckerwatte aus, mit scharfen Zähnen. Ja. Den machen wir jetzt. Yep. Sehr schön. Alles, was du zur Verfügung hast. So läuft der Hase hier in der neuen Welt. Ja. Ich werde jetzt erstmal noch ein paar Tränke holen. Ach, hätte ich auch abgeben können. Oben ist er angeblich irgendwo.
Anscheinend. Okay. Ja, ich habe mich unter die Tonne gerollt. Ein Rad hier, Radhalle. Ein Radhalle ist auch noch. Eine, ja, ich wollte gerade sagen, eine der besten Techniken, um gegen ihn zu kämpfen, ist, immer zwischen seinen Beinen zu bleiben. Ich würde es gerade ummachen. Thank you.
zurück. Nein! Ah! Kann ich genau an dem vorbeirollen. Sehr schön, echt. Jetzt nur, ich habe keine Ausdauer. Ah ja. Sehr schön. Schade, nicht mehr getroffen. Lichtkristall. Oh, den brauche ich glaube ich nicht mal. Aber immer noch nicht humbelt. Ah ja, ey, echt. Sehr schön. Fuck.
Das sagen wir noch nicht vom Bild. Ach, wird er schon. Dass er mich da überhaupt getroffen hat. Ja, sehr schön. Ich werde gleich Wendung nachlegen. Jetzt wird durch. Endlich! Er humpelt! Puh! Die will ich unbedingt haben.
Das wird jetzt noch mal extrem hart. Arbeit leisten. Komm schon, komm schon, komm schon. Also zum Volltreffer. Komplett am Ende. Aber du scheinst doch mit uns, ist doch. Jetzt gehen wir wieder hoch. Ups, der Lille. Fertig. Können wir uns darauf konzentrieren, den Sora Magdaros zu fangen? Yay. Puh. Ah, schade. Fast geschafft. Quest erfüllt.
Leute, es gibt viel zu besprechen. Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen und ich möchte euch allen für die doppelten Mühen danken. Die Fünfte hat mich mit ihrer Jagd des Anjanath sehr beeindruckt, obwohl sie hier neu ist. Das bedeutet ein Unheil weniger, das zwischen uns und dem Fangen des Sora Magdaros steht. Gut. Wann wird der Sora die große Schlucht erreichen? Exakt bei Tagesanbruch. Gut. Gehen wir unser Vorhaben also noch ein letztes Mal durch. Unsere Jäger stoßen vor Ort zu uns. Sobald die Bestie auftaucht, beginnt der Einsatz. Wir haben zwei Barrieren auf dem Weg unseres Ziels errichtet. Eure Aufgabe ist es, es an der ersten Barriere aufzuhalten, mit Kanonen und Ballisten zu schwächen und dann mit einem Binder zu bändigen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass er durchbricht. In dem Fall starten wir die nächste Phase, in der wir direkt auf ihn aufsteigen. Während dieser Phase versuchen wir, ihn weiter zu schwächen, damit wir ihn an der zweiten Barriere bändigen können. Beschießt es so schwer wie nur möglich mit Kanonen und Ballisten. Die stehen dort aus einem guten Grund. Jawohl, Sir. Techniker, ihr überprüft die Ausrüstung noch einmal, bevor wir loslegen. Ja, Sir. Quartiermeister, erstellt ein Inventar unserer Vorräte. Forscher, wir können unsere Beute nicht zur Basis bringen. Nehmt daher alles Notwendige mit und forscht vor Ort. Keine Sorge, Kommandant. Alles wird vorbereitet sein. Haltet während des Einsatzes die Ohren offen. Ich werde Befehle geben, wie es die Situation erfordert. Möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Wegtreten! Wow! Der große Augenblick ist endlich da. Ich bin so nervös. Du auch? Nächsten Aufnahme kümmern wir uns dann um den Sora Magdaros. Bis dahin verabschiede ich mich, auf Wiedersehen.